Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Heute mal in einer etwas, ja, nicht so luxuriösen Wohnung wie bei Playboy. Ist aber auch nicht so schlimm. Und ich weiß auch schon, was wir jetzt machen werden. Wir fahren zu Derek. Und dazu bräuchte ich bitte mal von Roman ein Taxi. Taxi, Taxi, Taxi. Das mich Roman, dahin bringt. I need the cab. You need walk? No Dankeschön. Ganz, ganz nett. Oh, jetzt werde ich fast auf dem Auto angefahren. Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Huch, der kommt von hier wie immer. Na gut. Das ist so ein bisschen das Folgenziel für heute. Diese Aufgabe mit Derek zu machen, was auch immer der jetzt schon wieder vorhat. Und dann würde ich mich gerne noch mit Train treffen. Ja, das ist so ein bisschen der Plan für die Folge. I'm really hoping that Roman realizes you are a freeloading shithole, so I don't have to drive you. All right, boy? Yes. Good. How do you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got ideas. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Aiden's being moved by Van. From the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy. Just this last one. Please. Sure, Derek. You and me were the same. The same. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen strange. Hier liegt sogar ein Kinderwagen. Alles klar. Na gut. Einkaufswagen, was sollen wir denn jetzt tun? Nico, was machst du da? Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Alles klar. Okay. Sehen meine Augen da? Ein Laster. Hui. Sieht gut aus. Aber wir können gar nicht fahren, okay. Locked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they'd talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great. They're leaving the old cop shop now. Should be at the Booth Tunnel soon. Gut, dann fahren wir mal los, sobald der Ladebildschirm weg ist. So, jetzt. Und hoffen wir einfach mal, dass wir zuerst da sind und dass alles nach Plan läuft. Aber ich denke, mit Peggy an unserer Seite haben wir einen zuverlässigen Compadres und da sollte das eigentlich passen. Ich mag Peggy, also der ist wirklich zuverlässig.
Diese krassen Ecken hier. Boing, 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 boing. Schade. Oh. Ups. Sorry. Auto. So, also wir sind ja jetzt schon in dem Tunnel drin. Das stand ja da gerade. Mal gucken, bis wohin wir fahren müssen. Bis hierhin, ha? Ja. Jetzt muss ich auch direkt die zwei Pfeile. Jetzt. I'm in position, Peggy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. What's this jerk think he's doing? Hey, Mitch, can you find out what this guy's up to? Alles klar, probieren wir vielleicht mal unsere neue Waffe aus. Entschuldigung, Zivilist getötet wurde ich gar nicht, aber... die ist gut. Manchmal keine andere Chance. Hier treffe ich gerade keinen. Treffe ich mal ein Stück nach vorne. Dreh dich mal um, Nico, da sind noch zwei. Ich bin dabei. Wie das gerade ging. Gott, hat das wehgetan. Dass ich eine Schutzweste an habe. Alles klar. Komm, Peggy. Achso, du bist schon drin. Das machen wir doch glatt. Schön, dass sie uns einfach durchlassen. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Mal gucken, wie lang es dauert. Vorne kommt uns auf jeden Fall schon wieder einer entgegen. Komm, egal. Bringt jetzt eh nichts mehr. Das bringt doch jetzt eh nichts mehr. Kommen uns aber immer an den dümmsten Stellen entgegen. Ui, ohne Mist. Bei uns schickt ein Helikopter. Ich steck mich hier mal kurz. Nicht oh, Gott sei Dank. Meine Güte, war das gerade knapp. Okay, jetzt muss ich gerade erstmal versuchen, hier wieder rauszukommen. Kriegen das hin? Alles gut. Alles gut. Super. Mierda. Was immer das bedeutet. Bin ich hier sowieso in die Richtung? Ja, sieht so aus. Ja, okay. Oh, vor uns fuhr noch ein Auto. Ups. Hab ich nicht gesehen, tut mir leid. Ja, ich glaube, wir sollten das lieber auslassen. Nicht, dass die dann auf doofe Gedanken kommen, die Polizei. Und wir dann wieder verfolgt werden.
Mittlerweile ist schon Tag. 6.28 Uhr. So. Gucken, wie lange die Mission noch geht. Da will Peggy bestimmt um 8 Uhr morgens mit uns irgendwas machen. Dass den Gefangenen das überhaupt nicht juckt, ne? Dass der nicht irgendwas sagt. Aber eigentlich ist es gar nicht so doof von Nico und Peggy, dass die, dass wir ihn ja Ausbruch machen lassen. Oh, Entschuldigung. Und ja, dass dann nicht hier Derek verdächtigt wird, ist gar nicht so doof. Great, we've got some transport. You're not free yet, asshole. Get in that car. All right, Nico. Now that we lost him, we gotta go out to the cliffs in Leftwood. Gott sei Dank mit einer etwas wendigeren Karre. Calculating route. Kind of the cliffs of Leftwood, then. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right. Somewhere the cops will never find me. Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit, I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. Ja, noch ist er fröhlich und freut sich über sein... Ja, über seine Befreiung, aber mal gucken, wie lange... Müssen wir hier runter? Ja, okay. Oh, Auto. You have arrived. Oh, jetzt bin ich glatt vorbeigefahren. Out you come, old boy. The cliffs, the sea air. I really am free. I could cry. You've made me a happy man, boys. Now it's time to tell me who asked you to do this. Derek McCreary. He's my brother. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless... So you thought you'd talk about him. He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get rid of dear old Aiden. Irgendwie tut er mir ja leid. Dass er jetzt sterben muss, obwohl er sich gerade so gefreut hat, ne? Hm. Total unauffällig. Jetzt haut der Arsch einfach mit unserem Auto ab. Ich glaube, bei dem Hacks hätte uns ja wenigstens mal mitnehmen können. Danke, Peggy. Meine Güte. Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. A fresh beginning. Good luck to you. Ja, viel Glück, Derek. Gut, da wir ja jetzt noch ein bisschen Zeit haben, 8:23 Uhr, rufen wir mal Train an. Also im Prinzip dürfte er schon wach sein. Suchen wir bloß erstmal ein Auto, falls er ja sagt. Dass ich dann schon Auto hab. Okay. Halt, wie du rumschreist. Gut, dann beende ich die Folge jetzt doch schon mal. Denn Train hat anscheinend keinen Bock auf uns. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.